Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Seid ihr herzlich willkommen bei dieser Aufnahme, was kommt am 25. Oktober 2020. Mond befindet sich im Mondhaus Dhanishtha. Übersetzt bedeutet es Grenzen. Entweder stoßen wir an unseren eigenen Grenzen, weil wir Ängste haben oder sind wir unsicher, oder andere Menschen setzen uns Grenzen. Dhanishtha bedeutet auch, dass wir Ideen haben und wir sollen das in Tat umsetzen, ohne Abgrenzungen. Wir sollen im Grenzen hinaus wachsen, mutig zu sein und unseren Träume leben. Über diesem Mondhaus herrschen die Vasus, das sind die Elementargötter, die fünf Elemente, Feuer, Erde, Luft und Wasser, und dazu kommt die fünfte Element, die Äther. Das ist ein feinstoffliches Energiefeld, was wir im Portaltagen auch spüren, die Verbindung zum Göttlichen. Außer dem Sonne, Mond und die Sternen. Und das sollen wir im Einklang bringen, das zum Vertrauen, weil das hilft dabei, unserem Leben schöpferisch gestalten. Im heutigen Tag trifft Sonne und ein rückläufiger Merkur. Sonne bringt die Licht etwas klar und deutlich sehen, erkennen, und Merkur hat mit Kommunikation was zu tun. Jemand möchte mit euch etwas klären oder ihr habt dieses Bedürfnis. Bei rückläufigen Merkur handelt es sich oft um Vergangenheit. Die Themen sind die Leichtigkeit, die inneren Gleichgewicht, die Harmonie und Frieden. Außerdem die Gerechtigkeit oder die Ungerechtigkeiten, eventuell eine rechtliche Lage, und die Liebe, Partnerschaft steht auch im Mittelpunkt. Und das war meine heutige Aufnahme, was kommt am 25. Oktober 2020. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.